Kann ich eigentlich hier auch Einstellungen einfach irgendwie was kaufen oder so? Oder kann ich hier einfach nur... Was würden... Oh, oh ja. Oh ja. Oh, oh, oh ja. Was war noch? Nein, nicht das. Einlasssysteme, die sind, glaube ich, noch recht billig. Und bringen sehr viel. Genau, hier gerade mal für 450 Credits. So, und jetzt kaufen wir noch irgendwie eins. Ja, zum Beispiel. Kaufen wir uns auch noch neue Bremsen. Ich weiß nicht, dass die vielleicht ein bisschen besser werden. Ach so, geht gar nicht. Reifen, Matschreifen, Rennreifen, nee. Nee. Fast schon. 136 kW haben wir jetzt. Das Ding sollte jetzt eigentlich ordentlich nach vorne marschieren. Das werden wir jetzt mal direkt mal rausfinden, ne? Ne? Oha. Ja, das Ding marschiert, glaube ich, jetzt. Ich würde sagen, das marschiert ordentlich. Auf dem Curb dreht es mich einfach. Nicht geil. Jetzt seht ihr auch da meine... Mein Drehzahlmesser hat sich komplett verändert. Gut, hier haben wir jetzt natürlich auch noch Windschatten, klar. Aber ich merke schon, dass der ordentlich nach vorne geht. So, gleiche Taktik wie eben. So. Hier hinter dem Beetle klemmen wir uns. Und da ist noch die A-Klasse, die ganz alte A-Klasse. So, jetzt hier nicht den Curb innen zu viel mitnehmen. Oh. So, aber ich denke. So. So, jetzt sollten wir aber hier mit der Geschwindigkeit besser mithalten können. Ja, das können wir auch. Viel besser. Jetzt vielleicht, jetzt kommen wir sogar ran. Aus dem Windschatten vielleicht. Vom fetten Beetle. Mensch, Bubben. So. Oh, ich bin jetzt hier innen. Oh, lässt da zum Glück die Tür ein bisschen offen. Boah. Aber das braucht hier sehr viel Fingerspitzengefühl. So. Und jetzt wieder auf die Gerade. So, jetzt werden wir mal sehen, ohne Windschatten, wie das Ding jetzt hier nach vorne marschiert. Beziehungsweise, ob es überhaupt nach vorne marschiert. Und ich würde sagen, ja. Also, ich werde jetzt hier nicht gerade auf der Geraden geschluckt. Bin aber auch gerade nicht hier übermenschlich. So. Ah. Geht gut, geht gut. Das Auto geht gut. Jetzt müssen wir hier nur noch irgendwie versuchen, unsere zwei Spezialisten da vorne abzufangen. So, da fangen wir doch dann hier direkt mal gleich an. So, jawohl, sehr gut rausbeschleunigt hier. So, jetzt vielleicht wieder im Windschatten. Ja, das geht. So. Hoppala, den haben wir jetzt hier ein bisschen angeschoben. So, aber jetzt bin ich wirklich hier innen. Jetzt kannst du hier nicht einfach die Tür zuwerfen. Macht auch nicht, bedanke ich mich auch dafür. So. So, jetzt mal hier gucken. Hier gut rauskommen. Aber nicht ganz perfekt. Man sieht, der 1er BMW, der alte noch, gibt jetzt schon wieder ein neues Modell. Ist näher gekommen in dieser Kurve, aber er kommt halt auf der Geraden nicht vorbei. Auch selbst mit Windschatten nicht.
Das zeigt doch schon wieder, dass die Updates gefruchtet haben. So. Ah, funktioniert. Ist hier nur nicht zu krass über die Curbs räubern. Passt. Perfekt. So. So. Ihr seht ja auch immer meine Gaspedalstellung unten beim Tacho. Links Bremse, rechts Gas. Ihr könnt ja auch sehen, dass ich jetzt halt immer gutsam aus Gas gehe. So. Wuhu. Hier geht's auch nochmal richtig gut nach unten. Oh, und jetzt nehme ich die Wände mit. So. Ja, da bin ich innen, glaube ich. Ja, ich war bei der Bremse auf dem Curb. So. Ja, hier bin ich schon quer. Naja. Aber er bleibt dran, der BMW. Achso, es ist eh letzte Runde. Aber hier sieht man es. Im letzten Sektor holt er doch nochmal so viel raus, was ich mir vorher herausgearbeitet hatte. Okay, die zweite Runde war auch bei weitem nicht so gut wie meine allererste. Die letzte Runde war bei weitem nicht so gut wie die zweite. Meine beste war die zweite. So, 7300 nochmal drauf. Jawohl. Ah, 77.000 Credits haben wir jetzt. Und Level 10 sind wir immer noch. So, da hätten wir das nun auch. Aber ist ein richtiges, wenn man das Auto gut kontrollieren kann, macht es richtig Spaß, das zu fahren. Diesen Omel, nicht Omelette. So, das hätten wir nun auch geschafft. NRA Roadster Cup. Hey, da haben wir doch unseren Mazda, ne? 123 kW, okay. Wie viel hat denn der hier? 104. Ah, okay. Da wechseln wir auf jeden Fall jetzt mal Fahrzeug. So. Und hier gehen wir dann ein bisschen mal an den Einstellungen. Da machen wir hier doch... Bauen wir mal hier irgendwas ein. Nein, hier wollte ich hin. Ja, das sind immer so die Sachen. Ja, die bringen schon was. So. Motor. Sportmotorsteuerung. Für ein Tausender. Fast. Nehme ich. So. Auspüffe. Katalysator Sport. Für 500 nehme ich. Für den? Nein. Der ist natürlich der krasseste. Aber nein. Sportauspuff, wie viel kostet der mich? Naja, vielleicht finden wir noch was anderes, besseres. Oh, nee. Viel zu teuer. Viel zu teuer. Das können wir uns nicht leisten. Das kürze Getriebe, das kann man uns natürlich... Na, 8000. Bin ich bekloppt. Das bringt mir aber, glaube ich, nichts an PS, ne? Richtig, das auch nicht. So, wo fahren wir hier Turbosätze, ne? Ne, Getriebe? Ne, auch nicht. Sportauspuff, den hier vielleicht. Genau. So, und den Rest, glaube ich, sollte ich hinkriegen. 123 kW hat er jetzt, glaube ich, ne? Wo steht denn das? Genau, 123 kW bei 6.100 Umdrehungen. Typische Gegner, der hat auch 123 kW, ne? Genau. Passt. So, 5.000 Euro muss mich das jetzt aber hier schon bringen. Because sonst I mach Minus. Klar. Ja, 8.700 bringt der erste Platz. Na also, passt doch. So, dann lade mal. So, da würde ich mal sagen, dann auf geht's. So, ich habe was? MX5 1.8 RS von 98.
Ah, da unten sind noch mit 91, also ich bin nicht der Älteste. Und die erste ist 93, zweite 97. Also, passt. Welche Strecke war das jetzt hier, ist die andere Frage nochmal. Ach, wieder die. Ach ja, sehr gut. Geil. Passt. Irgendwer hat doch gesagt, ich muss irgendwas bei dem MX-5 verstellen, damit der nicht mehr so rutscht. Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber gut, ich finde, das Ding läuft doch so ganz in Ordnung. Boah, der hört sich jetzt so richtig krass an. Okay, den ersten Gang können wir überhaupt nicht gebrauchen. Also, der marschiert jetzt richtig gut hoch. Auch wenn die ersten hier doch ein bisschen schneller sind. So, obala. Außenrum. Passt. Ja, und der rote wurde aber komplett ganz langsam. So, hier nehmen wir natürlich die Curves wieder mit. So, und wieder schalten. So, und jetzt gehen wir mal hier innen rein. Ja, außenrum brauchst du es bei mir nicht versuchen. So. Jetzt gucken wir mal. Ja, wir können auf jeden Fall ein bisschen wegziehen. Ja, wir ziehen weg. Freut mich. So. Oh! Da kommt da quer. Das mache ich ja überhaupt nicht hier bei den ganz kleinen Autos, wo es Ewigkeiten braucht, bis ich mal bei 150 endlich angelangt bin. So, 5 Runden. Alles klar, viel Zeit. Boah! Alter, ich hasse das. Das ist echt dann immer so ein kleiner Überraschungsmoment. Und darauf stehe ich überhaupt nicht. So, jetzt bin ich hier innen. Boah! Alter Schwede! Damit habe ich jetzt halt überhaupt nicht gerechnet. Und hier kann ich nicht voll durchfahren. So, kriegen wir den ersten noch? Ja, denk schon. So. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, wie viel der Abstand eben war. So, hier auf jeden Fall ein bisschen, ja, vorsichtig sein mit dem Gas hier bei der Kurve hier. So. Jawohl, die geht diesmal sehr gut. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich niesen.